Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch in Kalifornien, hoffentlich in der Zeit, dass das mit dem Hochladen so klappt, wie ich mir das vorstelle. Sorry wegen gestern nochmal und sorry, wenn das heute auch wieder so ganz nicht ganz klappt, wegen der Speed hier. Auf jeden Fall die Themen, die wir haben, sind Streikschlichtung bei Verdi, sieht wohl die Zukunft aus, so wie bei der Lufthansa-Kabine. Das Luftsicherheitspersonal geht in Schlichtung. Dann haben wir das Thema Lufthansa, hat angeboten, den Streikbrechern 100 Euro zu geben und ja, eine warme Mahlzeit. Fehlt nur der warme Händedruck. Weiter geht es dann mit der FAA, die hat nicht nur Boeing auf dem Kicker, sondern auch United. Wir haben dann nochmal die Vueling, die Strafe zahlen müssen, weil sie keinen behindertengerechten Zugang zum Flugzeug ermöglichen, beziehungsweise da barrierefrei sind. Werden wir auch nochmal genau auf eingehen. Wir haben dann Delta, die finden einen blinden Passagier nach dem Boarding, also man taxiet so zur Runway und findet dann einen Passagier extra. Kann ich alles nicht so verstehen. Und wir haben Lufthansa First Class und auf welchen Strecken es diese gibt. Auch interessant ist natürlich, wenn es um Liveries geht. IHG und Hainan haben eine Livery und Hampton Inn, ist es Hampton gewesen? Ja, Hampton Inn bekommt ein neues Logo. Das ist der kleine dezente Hinweis auf unseren Meilenmittwoch, aber am Samstag, das ist die Sendung, die ich danach aufnehmen werde. So, ihr wisst ja, wie es ist. Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft unterstützt uns und dann gehen wir auch Vollgas auf 50.000 Follower. Da bin ich relativ dankbar für. Danke dafür, dass der Flow irgendwie so konstant ist. Mache ja auch viel Werbung. Also insofern danke. Ja, das erste Thema, was wir hier heute haben, ist die Schlichtung. Weil es für uns natürlich sehr viel Relief bedeutet, wenn man nicht permanent mit Streiks rechnen muss. Und so ist es halt so, dass der Tarifkonflikt dort jetzt im Rahmen des Osterverkehrs, das ist ja auch die Begründung gewesen, die bei der Lufthansa angebracht worden ist von der UFO, dass man in die Schlichtung gehen will, weil es dann eine Friedenspflicht gibt und diese Friedenspflicht natürlich auch in der Tat uns dann die Möglichkeit gibt, besser zu planen, Planungssicherheit zu haben. Und man möchte aber trotzdem warnen von der Verdi aus, dass, wenn es zu keiner Schlichtung und Einigung am Ende kommt, dass es dann auch einen Warnstreik gibt. Das ist halt so das Muster oder der Modus operandi anscheinend, wie es jetzt in Deutschland ist. Die Gewerkschaften haben wieder eine harte Gangart. Vielleicht liegt es auch daran, weil man glaubt, mit einer SPD-grünen FDP-Regierung, dass man dort Rückendeckung in der Politik hat. Und da müssen wir einfach mal schauen. Oder einfach der Kostendruck zu hoch ist für die Familien, was natürlich auch ist, die Preissteigerungen sind merklich. So, die Arbeitgeber haben aber in ihren eigenen Augen ein deutlich verbessertes Angebot gegeben. 556 Euro mehr im Monat ist der jüngste Vorschlag. Und ich bin mal gespannt, wer die fordert, 2,80 Euro mehr. Klingt natürlich wesentlich weniger, aber das ist pro Stunde. Aber auch höhere Funktionszulagen und so weiter und so fort. Und nach eigenen Angaben 3,25 Euro sind das, was die dort nach eigenen Angaben bei einer Laufzeit von 24 Monaten mit Wirkung nach 12 Monaten angeboten haben. Also alles sehr komplex. Geht da um, ich will nicht sagen um Pfennige am Ende, aber es geht dann in der Masse natürlich um Millionen. Das Thema, was wir jetzt besprechen, ist natürlich auch Streik und das ist bei der Lufthansa. Und zwar die Lufthansa ist ja auch nicht nur streikgebeutelt bei der Kabine, sondern auch bei den Leuten in der Technik. Und in der Technik ist es so, dass man dort den Streik beenden wollte, indem man den Leuten angeboten hat, wir geben euch 100 Euro. Ihr könnt die entweder haben für euch oder aber auch einer Organisation spenden, die ihr auswählen könnt. Und eine warme Mahlzeit. Fehlt also, wie gesagt, nur der warme Händedruck. Und da ist es so bei der Lufthansa Technik Cargo. Ich überlege mal gerade, für 100 Euro nicht streiken. Mathematisch glaube ich nicht richtig. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Leute das Angebot angenommen hatten. Und das war halt der Plan der Lufthansa. Der Tagesspiegel hat darauf berichtet, dass das so wäre. Ich bin mal gespannt, wie findet ihr das Angebot? Ist das in euren Augen etwas, naja,
Da hätte ruhig mehr kommen können. Oder ist das etwas, wo ihr sagt, na, das ist vielleicht auch nur Folklore, das stimmt so gar nicht. Ich bin da hin und her gerissen, weil so eine warme Mahlzeit ist jetzt nicht unbedingt das, was die Leute vom Streik abhält. Also zumindest, keine Ahnung. Ich bin da auf eure Antworten gespannt. Wir haben auch ein Thema, was bei der United natürlich für Unruhe sorgt. Die FAA ist grundsätzlich ja in Unruhe. Bei Boeing ist man bei der 737 MAX am Start und macht denen die Hölle heiß. Da sind auch die Airline Executives, also die CEOs, richtig Gas angegeben, haben das Scherbengericht in Seattle abgehalten. Wer es nicht gesehen hat, Folge von gestern schauen. Und da ist es halt wirklich so, dass United auch ein Problem hat. Lustigerweise ist ja die United irgendwann mal, ne, rauf vorgegangen aus der Boeing und so weiter, als abgespalten wurde. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die bei United einige Zwischenfälle hatten und es gab keine Verletzten. Und wenn man sich das anguckt, diese rund 12 Vorfälle, die da waren, die sind natürlich nicht lustig, auch wenn da keiner bei umgekommen ist, weil das natürlich immer Potenzial bietet, dass wirklich, wenn was schiefläuft, wirklich was passiert. Und die FAA hat jetzt gesagt, in den nächsten Wochen wird man jetzt bei der FAA eine stärkere Präsenz bei der United haben und internen Vertrieb schauen, was da alles so im Argen liegt. Natürlich ist es so, dass man bei der United Selbstkritik übt und sagt, dass die Zahl der Vorfälle zu hoch sind und dass man da natürlich prüft, was man besser machen könnte und vor allem sollte, ne, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und ich bin da mal gespannt, welche Aspekte bei der FAA dort im Fokus stehen, was die bei der United testen wollen und ob sie dann auch so ein Problem haben, wie Boeing zu delivern. Auf jeden Fall ist es so, dass das Sicherheitsüberwachungssystem routinemäßig natürlich alle Aspekte des Flugbetriebs überwacht, aber hier ist es natürlich so, dass es ein Problem darstellt. Und es soll natürlich auch darunter mehr Schulung geben, selbst die Pilotinnen und Piloten sollen geschult werden, dass es dort mehr Augenmerk drauf gibt. Bin ich mal gespannt. Richtig ist auch zu sagen, dass natürlich die Expansion von United so ein bisschen, auch wie bei Boeing erstmal gesagt wurde, nee, wachsen ist jetzt im Moment nicht so der Fall. Und das ist auch bei United wohl von der FAA gesagt worden, dass man da nicht sich verpieseln kann und sagt, man wächst, sondern es kostet die dann halt auch Geld und kostet die halt auch Planung. Und das ist dann natürlich auch wieder was, was ich gut finde, wo man dann halt sagt, man ist konsequent. Also da auch eure Meinung gerne. Und wer auch eine Meinung dazu hat, und das bin ich, wenn es darum geht, um Inklusion, also Leute mit Behinderung am normalen Leben teilhaben zu lassen. Ihr wundert euch, warum man überall Aufzüge hat und so weiter und so fort, weil es einfach wichtig ist. Und Vueling muss 90.000 Euro Strafe zahlen, weil sie halt von einem Gericht in Spanien verurteilt worden sind, dass sie da nicht nachhaltig sind in der Form, dass sie dort barrierefreie Zugänge geben. Und diese Verstöße sind so gravierend, dass das Gericht auch nicht in der Revision irgendwelche anderen Sachen zugelassen hat. Also Vueling muss zahlen und dass einfach deren Fortschritt bei diesem Thema zu kurz und zu klein ist. Sie müssen sich mehr anstrengen. Und 90.000 ist jetzt nicht wirklich viel Geld für eine Airline, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das natürlich auch damit einpreist, dass die Fluggesellschaft permanent das ignoriert und auch nicht genug Maßnahmen ergreift, um da das zu verhindern. Auch hier könnt ihr kommentieren. Ich weiß ja, dass viele mit Einschränkungen zuschauen und auch wir haben ja auch Zuschauer, die im Service sind in Frankfurt am Flughafen, die halt den Wheelchair-Service machen. Also insofern denke ich, dass das auch eine Nachricht ist, die euch interessieren sollte. Jawohl. Wir haben jetzt Delta im Kreuzfeuer, hätte ich fast gesagt, weil ich meine, ich verstehe es irgendwie nicht, dass so viele Leute versuchen, ins Flugzeug ohne Boarding Pass zu kommen. Und dann, was ich noch weniger verstehe, ist, dass sie überhaupt Erfolg haben. Na, also wie kann das sein, dass man Leute im Flugzeug hat? Gut, die sind sicherheitsüberprüft, die gehen ja durch die Sicherheitskontrolle, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Aber es ist halt
ist halt Clown. Also es kann ich halt nicht verstehen. Und normalerweise ist das so, dass man, wenn man die Bordkarte nicht hat, wie man dann durchkommt. In einem Fall bei Delta ist es jetzt etwas klarer geworden. Der Kollege hat von einem Kinderticket den QR-Code abgefotografiert und hat den QR-Code dann mit dem QR-Code eingescannt für ein Kind. Und dann ist es so, dass das natürlich so gewesen ist, dass der Mann verurteilt worden ist. Und ich bin mal, also ich, was ich nicht verstande, ist, dass er da ja ehrlicherweise mit durchgekommen ist, dass es keinen Alarm gibt, wenn da ein Kleinkind durchgeht, weil normalerweise eine Begleitperson dabei sein muss. Also das macht für mich wieder so ein System in der Lücke oder eine Lücke in dem System klar, wo man natürlich dann auch mal wieder was machen sollte. Und interessant ist, dass das Foto ihn halt wirklich auch an Bord gebracht hat. Ich erinnere mich noch, wie es damals so einen QR-Code-Generator gab, um zum Beispiel in Zürich Airside zu kommen und dann in die Horn Circle Lounge zu gehen. Damals war es ja noch so, dass wenn man Horn war, konnte man die Horn Lounge ohne ein Ticket zu haben bei der Swiss oder bei der Lufthansa-Gruppe, sondern egal wo. Und das haben dann einige gemacht. Auf jeden Fall ist es so, er ist damit auch erst aufgefallen, als er an Bord war, als er versucht hat, eine Tür mit Notausrüstung zu öffnen. Und dann, naja, also das verstehe ich dann auch wieder nicht. Also daran merkt man, dass die Leute einen an der Marmel haben, dass wenn sie halt sowas machen, dass sie da auch nicht die cleversten sind und dann die Fresse halten. Und dann ist es so, dass es, hat er versucht, die Toilette aufzusuchen, weil kein Sitzplatz war. Also wenn man schon als, also man muss natürlich dann abwarten, bis alle Sitzplätze belegt sind, um zu wissen, auf welchem freien Sitzplatz man sitzen kann, damit man halt nicht so sehr rumgeht. Aber er ist dann auf die Toilette gegangen und dann ist es so, dass er die Toilette verließ und dann sagt er, sitzt auf 21F. Aber auf 21F saß schon ein Passagier und der zeigte seine Bordkarte. Also damit hat man dann gemerkt, er hat keine Bordkarte. Und er befand sich auch natürlich nicht auf irgendeiner Passagierliste für einen Delta-Flug. Deshalb ist die Frage, wie kam er dann durch die Sicherheitskontrolle? Was wird ja überprüft in den USA? Und was auch spannend ist, das Flugzeug ist dann natürlich zurückgerollt, hat ihn dann ausgeladen, hat ihn dann auch den Behörden gegeben. Und man hat ihn dann hinterher auf Überwachungsvideos noch gesehen, wie er halt versucht hat, von Passagieren die Bordkarte zu scannen und da dann zu schauen. Und bei dem Kind war es ihm halt gelungen. Und dann muss man natürlich sagen, warum hat das Personal dann das Kind trotzdem durchgelassen und nicht gedacht, oh, da ist ein Fehler, weil was passiert war, war natürlich, wenn das gescannt ist, dann ist der Passagier ja als gebordet gelistet. Dann kann man nicht mit demselben Barcode nochmal. Aber dadurch, dass er halt vor dem Kind gescannt hatte, also hier, dass man das Kind dann durchlässt, fand ich dann auch wieder spannend. So, und das Thema, was wir heute besonders im Fokus haben, ist natürlich die Lufthansa First Class. Das ist das vielleicht, worauf ihr am meisten wartet. Und auf welchen Strecken gibt es die Lufthansa First Class? Die Lufthansa First Class gibt es ja nicht in allen Flugzeugen. Das ist natürlich so. Die 340-600er ab München, die 380er ab München, dann die 340-600er haben natürlich auch noch eine Frankfurter Base. Da kommen auch welche aus Frankfurt. Die 747-8er haben noch eine First Class. Das sind also im Prinzip die vier, schon vier, vier, die vier Flugzeuge, die sie haben, die 350 mit der First Class, die fehlen noch, weil die stehen in TOL, weil es da noch Zertifizierungsprobleme gibt mit Allegris. Aber welche Strecken werden da bedient? Und wir können uns hier mal die Frankfurter angucken, was da ist. Da sind natürlich die 747 in meinen Augen die bessere Wahl für den First-Class-Betrieb, weil ich finde einfach die 380er finde ich phänomenal. Da gibt es nichts Gutes Produkt, da können wir jetzt drüber streiten. Ja? Wegen der Privacy oder wie auch immer. Aber es ist, was es ist. Und ich persönlich, wenn da ein Fensterplatz ist und so weiter, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Man kann über das Mäusekino jetzt auch lästern. Ich persönlich finde es natürlich amüsant, dass man jetzt im 320er bei Discover einen größeren Bildschirm hat als bei der Lufthansa in der First Class. Aber gut, das ist halt natürlich auch 10, 15 Jahre Unterschied in dem Produkt, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Aber die Strecken, die es damit gibt, sind natürlich Buenos Aires, ein Klassiker, Bangalore,
wird damit angeflogen. Johannesburg, natürlich auch Los Angeles. Ich habe die 747-8 gerade in Los Angeles auch gesehen. Meine Mutter ist über München gekommen im 380er, damit haben wir schon eine 380er-Strecke in der First genannt. Mexiko, Miami, New York, San Francisco, Sao Paulo, natürlich auch ein alter Klassiker. Seoul, Singapur und dann natürlich Haneda, also Tokio. Das sind die Strecken, die da geflogen werden mit der 747-8. Dann gibt es ja noch die 340-600er Operations. Die sind natürlich auch interessant, weil man da Washington, Shanghai neu hinzukommt. Natürlich dann auch noch Seattle ab 1. Juli, ab 1. August kommt Delhi. Man fliegt zeitweise jetzt noch Boston und Chicago mit dem 340-600er. Hongkong und New York. Peking temporär habe ich ja auch gesagt. Also insofern, das sind die Ziele, die damit angeboten werden. Ab München, auch mein Favorit, habe ich eben 747-8 gesagt und dann 380er? Ich weiß es jetzt gar nicht. Sollte ich das gesagt haben, wäre es doof gewesen, weil ich meine den 380er, also ab München und ab Frankfurt ist es die 747-8, die zu bevorzugen ist. Aber hier wie immer, denkt dran, ich bin noch ein bisschen krank. Also insofern da, Entschuldigung. Aber wie gesagt, in Frankfurt die 747 nehmen, die Strich-8er und ab München dann den 380er. Da ist natürlich die Strecke Los Angeles, die habe ich ja euch genannt. Dann gibt es natürlich noch weiter von München aus mit dem 380er Delhi, Boston, New York. Und ab 1. Juni fliegt man von da aus Washington an. Die 340-600er hat bis April, Anfang April haben sie noch die Miami und die Boston. Ne, Bombay, Entschuldigung, Bombay. Und dann kommt Washington und New York als Strecke, die natürlich bleibt. Also da sind wir gespannt. Ich hoffe, dass ihr einige von den Strecken habt. Wir haben die Frage des Tages natürlich dahingehend optimiert. Fliegt ihr gerne mit der Lufthansa First Class? Das ist so eine Frage, die ich habe. Ich habe euch ja gesagt, 380er finde ich toll. Finde die First Class auch toll am Fenster. Und dann natürlich, was ist eure Lieblingsstrecke? Mich braucht ihr nicht fragen. Ich nehme immer Los Angeles. Also wenn was nicht, also wenn Zweifel ist, Los Angeles. Wenn Los Angeles nicht gehen würde, dann Singapur. Das wären so meine favorisierten Strecken. Da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt als Lufthansa First Class. Aber grundsätzlich ist es ja fast egal, mit welcher Strecke man Lufthansa First Class fliegt. Hauptsache, sie ist lang, oder? Also da auf eure Kommentare. Jetzt haben wir ein Bild, was ich durchaus interessant finde. Und zwar ist das dieses Bild hier. Ihr seht das schon, das ist von Hainan Airlines und IHG. Die haben eine Kooperation und die haben jetzt auch ein Flugzeug in der entsprechenden Livery. Die Zusammenarbeit ist halt so, dass man halt bei der Zusammenarbeit die In-Flight Experience zusammenlegen möchte. Heißt also mit Speisen und so weiter. Und natürlich auch Shared Seamless Hospitality. Und ich bin mal gespannt, was diese, wie soll man es nennen, Crossover-Vorteile sind. So wie wir es ja von anderen Hotelgruppen kennen, bekomme ich eventuell, wenn ich ein IHG Diamond bin, also was ich ja war, dann Status, Fast Track. Also was sind da die Vorteile, die man hat? Ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht so der größte IHG-Fan wirklich bin. Da solltet ihr dann unten einmal kommentieren, was ihr von dieser Partnerschaft auch erwartet. Da bin ich mal gespannt, was ihr für Ideen habt. Und ihr könnt natürlich auch mal sagen, wie ihr die Livery findet und wie ihr da der Meinung seid, wie die Kooperation weitergestaltet werden sollte. In Asien ist sowas ja populär. Ich persönlich beobachte es, aber ich glaube, es würde nicht mehr zu IHG schwenken, zumal Hainan auch jetzt nicht wirklich eine Fluggesellschaft ist, die auf meiner Oft-Fly-Liste zumindest steht, also auf meiner, wo ich öfters mitfliegen werde. Deshalb ist es für mich eher sekundär. Wir haben dann noch etwas, was auch aus dem Rahmen fällt, und zwar werdet ihr das direkt sehen. Das ist Hampton Inn. Hampton Inn ist so eine Select-Service-Geschichte. 40 Jahre gibt es die schon. Das sieht man auch einigen Hotels. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass das jetzt ein neues Logo ist. Das finde ich halt spannend. Dieses Hotel, das da jetzt ist, das ist ein Konzept. Und man möchte bei diesem Konzept 3 Zimmer mehr pro Etage irgendwie in dieses Konzept reinzwängen.
Und dann möchte ich euch noch etwas sagen, was ich auch lustig finde. Das ist halt so dieses das Thema A quality experience, great value, friendly, reliable service virtually everywhere you want to be. So, ich habe mal so geguckt bei Hilton, in welchen Hotels ich übernachtet habe. Und ich übernachtete in der Tat oft in Hamptons in Berlin. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum habe ich bei den Hamptons in Berlin übernachtet? Entweder weil der Preis gut war, weil ich nur schlafen wollte und eh nichts vom Hotel erwartet habe, oder weil die Location zu meinem Termin besser passte. Also heißt einfach, entweder hinten an der Mauer, an der Mercedes-Benz-Arena, wie heißt es da? Ist das, wie heißt denn das da hinten? Warschauer Straße, glaube ich, ist die S-Bahn-Station. Und die andere war Uhlandstraße, weil ich da besser im Westen war, am Kudamm. Oder dann halt, wo ich auch übernachtet habe, das war die eine am, wie heißt es, am Potsdam, nicht Potsdamer Platz, Alexanderplatz. Alexanderplatz. Aber das war halt immer wieder den Sachen geschuldet, Preis oder halt Location. Und interessant ist auch, wenn man überlegt, die haben 2971 Hotels in 38 Ländern. Also man merkt, dass das eher so eine Geschichte ist, die so ein Butter- und Brot-Thema ist. Also da muss man dann Ehrlichkeit halber sagen, dass man hier ja, Spaß hat. Ich muss jetzt gerade noch die Zeiten nachtragen, weil ich gerade festgestellt habe, ich habe die Zeit vergessen einzutragen für alle, die das gucken wollen. So. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich, wenn ihr solche Neuigkeiten mehr um Status und rund um Punkte haben wollt, dann haben wir unseren Meilenmittwoch. Ich mache auch heute den Meilenmittwoch am Samstag. Werdet Kanalmitglied, dann könnt ihr die Sendung auch vorher sehen. Ganz wichtig. Und was ihr auch wissen solltet, natürlich wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, zu liken, kommentieren und so weiter. Aber wir machen jetzt einfach den Abspann. Ihr merkt, meine Stimme wird wieder schlechter, keine Ahnung warum. Ich bereite die nächste Sendung vor und dann muss ich auch wieder umziehen. Also in dem Sinne, bis dann, danke, ciao, freue mich auf eure Kommentare.